Hallihallo. Hallöchen. Wir begrüßen euch an diesem viel zu warmen Sonntag. Ja. Und wir sind in Colima. Da ist es hoffentlich nicht so ganz so warm wie hier. Und Graham, der kann man mal durch Wasser warten und ins Meer. Wir gehen nämlich bald ins Meer. Das machen wir heute. Ja. Ja. Aber dafür müssen wir erst nochmal. Uns nämlich wieder eingefallen, weil wir das Spiel ja schon mal gespielt haben, dass wir, bevor wir jetzt hier weiterkommen, erstmal über diese doofe Brücke gehen müssen. Genau. Und die Brücke ist da irgendwo, ja. Hier, nee, warte mal, hier ist, glaube ich, das. Nee. Achso, da ist die Kirche, ist das nicht unten hinter? Unten, runter. Ah, oh, ich weiß es auch. Hä? Da bist du schon einmal gestorben. Hallo, mein Dillen! Nein! Der hat ja jetzt alles geklaut. Fang doch mal von. Guck mal ins Inventar. Ich glaube, da ist nichts mehr. Doch. Ich weiß aber nicht, ob irgendwas fehlt. Ich lade nochmal. Eben. Das ja. ist der Scheißberg, der uns schon in King's Quest 1 beklaut hat. Ja. Und der nach Colima gezogen ist. Das hat ja, glaube ich, der Kürbis erzählt, ne? Mhm. Ja. Nichts. Warte mal, hier rechts vielleicht. Da rechts ist das, ja, glaube ich. Musste sein, weil da oben sind ja die Klippen. Genau. So. Das ist auch, da kannst du auch so schnell runterfallen. Jo. Ah. Also gehst du nicht nach rechts? Doch, jetzt geht's. Da, so, und jetzt musst du dir diesen komischen Löwenpfotenkopfstein angucken. Ja. Es, das seine Geheimnisse alle bewahrt. Hm? Ja, und der sieht aus, als wäre da ein Gesicht geformt. Das ist, fühlt sich an wie alle anderen. Dann kannst du mit ihm reden. Du bekommst keine Antwort. Doch, jetzt aber. Willst du den machen? Es ist unglaublich. Die Tür, die du entdeckt hast, die Form eines Gesichts angenommen. Ist ruhig und wartet auf irgendwas. So sieht es jedenfalls aus. Hm. Hallo, ich grüße dich. Ich bin König Graham von Daventry. Wow, das hey, ging jetzt aber schnell du sollst weiter. Keine Texte wegklicken. Das konnte ich nicht machen. Also, was? Ich hab das nicht gemacht, das geht automatisch weiter. Ach so. Ich bin die Tür des Schicksals, ja. Das ist wieder so ein Text, der wirklich von alleine weitergeht. Ach, scheiße, ja, stimmt. Dann überfliegen wir das einfach mal. Before indeed the only place only can be open. Touch the magic. If you can perform. Ja, musst du eine Aufgabe erfüllen, um das zu öffnen, um mich zu öffnen. Hey, alles. Ich tue alles. Ja, schön. Ja, bei Anything bleibt der Text natürlich stundenlang, ja? Ja. Und du fühlst dich irgendwie ganz aufgeregt, dass du so nah an deinem Ziel bist. Du musst mir die Steine der Natur bringen. Ja, die Juwelen. Der Natur, die Juwelen, ja. Genau. Sie was? Ja. Hä? Was willst du von mir? ja, das grummelt und grummelt da drin und dann sagt der Stein erstmal eine Weile nichts. Screenshot ganz schnell. In water shall you, also der im Wasser geht's der erste und das war zu schnell. Ja, ich weiß, ich hab's gescreenshottet, das können wir gleich nochmal machen dann. Genau, und dann fällt der Stein wieder in tiefes Schweigen. In Schweigen, genau. Genau. Okay. So, also. Blau, grün und rot, das müssen wir uns auch merken. Und der Stein hat gesagt, Gems of three I ask of thee to fetch, collect and bring to me. Also drei Juwelen, um die bitte ich dich. Sammle sie, hole sie und bring sie mir. In water shall you find the first,
So, not the type to quench your thirst. Im Wasser wirst du den ersten Stein finden, obwohl dieses Wasser nicht von der Art ist, dass es deinen Durst löschen könnte. Also es ist Salzwasser, das wissen wir schon. Spy the second high in the sky, with wings are no, thou still must fly. Den zweiten findest du im Himmel. Und ob du Flügel hast oder nicht, du musst trotzdem fliegen. Und dann through swampy mire, so it's heard, in lone dark castle lies the third. Und hinter den Sümpfen, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, nein, hinter den Sümpfen, so sagt man, in einem verlassenen, dunklen Schloss liegt das dritte Juwel. Should you succeed, my noble king, to your fair maiden I will bring. I warn you, though, you should beware, a dark danger cloak awaits you there. Also, und solltest du dann erfolgreich sein, mein nobler, mein edler König, dann werde ich dir den Weg zu deiner wunderschönen jungen Frau freigeben. Aber ich warne dich, du solltest dich in Acht nehmen vor einer Gefahr in dunklem Umhang, die dich dort erwartet. Huiuiui. Ja, so viel dazu. Das ist spannend. Und ich finde, das muss man auch alles mitmachen und mitlesen, weil sonst ist es nur die Hälfte wert. So, So. jetzt sieht er so ein bisschen erstaunt aus, dieser Stein, ne? Und nicht mehr so hübsch mit dem Löwenkopf wie vorher. Und ich würde ganz vorsichtig sein da, weil da nach Norden kann man leider nicht gehen. Das habe ich ja immer so bedauert, dass man da nicht lang kann. Du musst Ja. mal wieder zurück über die Brücke. Müssen wir wieder zurück, genau. Das würde ich auch sagen und speichern, weil da bist du mich auch ganz schnell tot. Da bin ich so oft gestorben. Oh, da liegt was. Bitte. Meinst du, das ist Papier? Irgendwie ein Flyer. Irgendwas. Das ist von unserem Händler. Ja. Seltsames, ich habe. Zur Stadt komme. Erwarten, ich dich tue dort. Oh, diese Jula-Sprache, das ist so Ja. schwer. Wenn man das spontan übersetzt, ist es echt schwer. Und watscheln wir mal zur Stadt, gell? Genau. Wieso wusste der Händler eigentlich, wo wir sind? Ja, das habe ich mir auch mal gefragt. Ja, Grüße, nochmal, Händler. Ja, viele Grüße. Brauchst du jetzt von meinen Waren großer Spezialität etwas? Tust du brauchen? Ja, was haben Sie denn so zu verkaufen? Für dich selbst, sieh sie an oder so. Und dann guckst du dir das alles an und findest, dass alles Müll ist. Aha. Ja, sie scheinen ja eine gewisse Auswahl zu haben von, ja, tja, eine Auswahl halt, ne? Ja, ein gutes Auge haben sie. Sie haben. Ist Ihr Interesse denn geweckt für, kann ich denn Ihr Interesse wecken für einen Gegenstand oder zwei? Kann ich nicht? Könnte ich? Was ist Dunting-Tasse? Irgendwas. So. Nicht so wirklich. Ist wirklich, ne? Dies ich habe. Und er hat irgendwie so eine kleine, wie so eine kleine Muschel. Und die sieht aus wie ein Kamm. Und das ist sieht aus wie nichts, was du jemals zuvor gesehen hast. Und das ist tatsächlich interessant. Ja. Oh, ja, wo haben Sie denn das gefunden? Ah, alt es ist, von alten Zeiten, lange her, wertvoll, ohne Frage, königlicher Besitz vorher, um sicher zu sein. Das ist sicher, ja. Also du denkst mal über die Story nach und dann fragst du dich, an welchem Strand er das wohl gefunden hat. Das brauchen wir jetzt, gell? Brauchen wir jetzt, ja. Dann nimm die Perle, so leid es tut. Ja, zu ihm hier. Nee, wir müssen damit noch Ich weiter glaube, wir quatschen. müssen erst mit der Meerjungfrau sprechen. Doch. Ja, also wie viel wird das kosten?
Diese Kamm-Dings. Da eine Menge, wenn sie sich entscheiden. 7 Goldstücke. Ah, ja, ich habe leider nicht genug Geld. Oder sowieso habe ich gar kein Geld dabei. Ja, wenn einer reist, dann findet er doch etwas, mit das er tauschen kann. Ja, genau. Jetzt vielleicht. Ja, also, würden Sie das denn etwas tauschen? Gegen etwas tauschen? Ein Moment darüber nach. Ja, von Wert, viele Dinge sind. Von großem Wert habe ich nur eins, ich habe. Und das ist? Perlen. Was für ein Zufall. Wir haben jetzt endlich eine hier. Nehmen Sie doch endlich. Ja. Ja, sind Sie denn interessiert in dieser Perle? Schau doch mal. Ja, in der Tat, ich würde. Und dafür, ich gebe dieses für dich, dir. Und ich habe jetzt keine Lust mehr zu reden wie Yoda. Mach ja, das. Okay. Ja. Und dann, Und er nimmt die Perle und dann verschwindet er. Gut, schön. Schönheit, ja, das wird mir zu Hause ein Vermögen einbringen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, den sehen wir los. Geh doch mal in die Bücherei. Wir gehen mal in die Bücherei. Alles klar. Wir müssen erfahren, ob wir noch etwas über die Wasserwelt erfahren. Mehr. Watten für ein Meer. Gleich gehen wir ins Meer. Ja, da musst du nicht mehr rein. Ach nee, da müssen wir nicht rein. Wir haben doch den Bücherei-Ausweis, genau. Ja? Ah, würden Sie noch ein Buch empfehlen? Na. Da. Genau, sie hat das da wieder nett hingelegt und du musst es antatschen. Weit unter deinem Niveau, ein Blick auf die lebendige Wasserwelt. Aha. Und du findest einen aufschlussreichen Absatz. Und den lesen wir jetzt. Das ist nicht so schlimm. Ich habe es alles übersetzt. Okay. Sie möchten das Meer erkunden? Viel Glück. Sogar die besten Schwimmer kommen nicht weit, bevor sie ermüden oder von den Strömungen unter Wasser gezogen werden. Auch mit einem Schiff ist es schwierig, ohne die Möglichkeit zu atmen, unter der Oberfläche zu forschen. Tatsache ist, dass nur das Meervolk in dieser Hinsicht Hilfe anbietet. Obwohl die Beziehungen zwischen der Landbevölkerung und ihren marinen Gegenspielern mit den Jahren etwas angespannt geworden ist, heißt es, dass die Meerleute, speziell ihr Herrscher König Neptun, ein Individuum gut einschätzen können. Sie scheinen sogar eine natürliche Gabe dafür zu haben, zu fühlen, wer ihnen wohlgesinnt ist und wer ihnen Böses will. Zum Glück für den potenziellen Unterwasserabenteurer sind sie ein friedliches Volk und nicht bekannt für unwillkürliche Gewaltakte. Das Wesen des Meervolks steht in scharfem Kontrast zu dem ihrer Nachbarn, den Sharkies, die in der Abgeschiedenheit der tieferen, dunkleren Regionen des Ozeans leben. Oh Gott, ja, weißt du noch? Wenig ist über sie bekannt, außer dass sie furchtbar anzusehen sind und Besucher nicht freundlich empfangen. Es geht das Gerücht, dass sie extrem fremdenfeindlich sind und deshalb den Kontakt zur Außenwelt scheuen. Man kann davon ausgehen, dass mit Eindringlingen zwar hart, aber keineswegs herzlich verfahren wird. Ja, da steht uns was bevor. Ja, oh oh. So, fertig hier. Fertig da. Fertig da. Genau. Gut. Dann watschen wir jetzt in Richtung Küste, oder was? Oder brauchen wir noch was? Ja, nee, wir können jetzt in Richtung Küste. Das ist schon mal gut. Princess, hallo, guten Morgen. Ja, hey, greetings. Okay, so. Dann gehen wir zum Strand.
Ich glaube, weiter oben ist sie gewesen, ne? Ja. Okay. Und sie findet dich irgendwie ein bisschen interessant und auch amüsant, aber sie traut dir nicht ganz, während du so auf sie zuläufst. Ist ja ein bisschen angespannt. Das gleich geben. Na gut. Und du hältst den Kamm in deiner Hand und zeigst ihn ihr und die. Ach, und sie fängt an zu grinsen und zu lächeln und zögert zwar noch einen Moment, aber dann streckt sie ihren Arm aus und ihre Hand öffnet sich in Erwartung. Ja, Colima ist a nice place, a huge place. Genau. Und du gibst ihr den Kamm. Ja, und sie gibt dir irgendwas zurück. Und zwar irgendeine Kette. Und dann guckt sie dich erwartungsvoll an. Und du zeigst ihr irgendwie, dass du so ein bisschen unter Wasser gehen willst und machst da rum und schwimmst und führst irgendwelche Clownsstückchen vor, die sie wahrscheinlich sehr amüsieren, aber dir ist es langsam peinlich. Und sie kommt und. Ha! Nut! Und jetzt zieht sie dich nämlich, sie küsst dich ganz dolle und dann zieht sie dich unter Wasser. Und du hast Angst, dass du ertrinkst, aber und versuchst deinen Atem anzuhalten und sie lässt dich einfach nicht los. Und du hast das Gefühl, du fällst gleich in Ohnmacht und wirst tot sein. Aber das bist du nicht. Denn durch ihren Kuss kannst du unter Wasser atmen. Ja, ist das nicht toll? Aber wo ist sie denn jetzt hin? Mit einem riesen Seepferdchen gesattelt, die sattelt die Hühner. Aha. Kommt sie zurück und du besteigst das Seepferdchen und folgst ihr. Ich glaube, das geht automatisch. Ja. Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung. Das Seepferdchen lässt dich auf seinen Rücken klettern und du reitest davon und du weißt und hoffentlich weiß dieses Wesen, wohin es dich bringt. Und Genau, und wir nach einer etwas längeren Zeit, das Wasser wird immer tiefer und dann kommen wir an beim massiven, ja, massiven Stone. Auf jeden Fall, es ist so ein ein Bogen. Bogen, ne? Wasserbogen. Und da sind so ganz viele Symbole drauf und Kennst du nicht und das ist kennen wir alle wahrscheinlich nicht, genau. Meeresleute Schrift. Und Und dann, da. ja, siehst du was ganz. Ach, ist das schön. Okay, du bist irgendwie in einem Unterwasserthronsaal angekommen. Und wie du erwartet hast, hat das natürlich auch einen Thron. Und du setzt dich hin und denkst, dir stockt der Atem, wenn das irgendwie noch zutreffen könnte. Und so weiter. Und das ist natürlich der Thronsaal der Meerleute und da sitzt der King Neptun. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Und nun schwimmst du näher mit deinem Seepferdchen. Und du verneigst dich vor dem König. Er erwidert deine Geste und beugt ebenfalls seinen Kopf. Du öffnest deinen Mund, um zu sprechen, aber es kommt eine Blase heraus und du bist überdrückt. So, du beobachtest, wie sich deine Luftblase verdoppelt und zwei Halbkugeln bildet. Du nimmst sie in die Hände und hältst eine an deinen Mund, die andere ans Ohr, wie ein Telefon. Eine tiefe, elegante Stimme ertönt. Marie, ja, du bist hier willkommen, Mensch. Sagt Neptun. Danke, ich bin König Graham von Daventry. Deine Höflichkeit stimmt mit deiner Gestalt überein. Was suchst du hier? Ja, du erzählst natürlich, dass du die drei Steine der Natur suchst und glaubst, dass sich einer in diesem Reich befindet. Ich habe das übrigens alles übersetzt. Ich habe den Text hier, ne?
Du zeigst die ungefähre Größe und Form des Juwels und erwähnst die Tür mit der Bestimmung und was du dahinter zu finden hoffst. Und dann sagt Neptun, ich habe was du suchst und kenne die Tür der Bestimmung. Sie ist sehr alt, aber ihren Ursprung kennen nur wenige. Aber wir kennen ihn auch, denn ich habe ihn vorgelesen vorgestern. Was ich besitze, ist den Urahnen als Geburtsstein bekannt. Im Reich des Meervolks wird er das Wasserjuwel genannt. Denn ohne Wasser findet das Leben keinen Anfang. Ja, könnte ich denn diesen Stein, diesen Juwel haben, Eure Majestät, ja? Ich werde dir den Stein geben. Unter einer Bedingung. Du musst ihn dir verdienen. Du musst mir einen Gefallen tun. Okay. Und du sagst fast alles, aber du erinnerst dich daran, was du das letzte Mal an der Tür gehört hast, als du das sagtest. Stattdessen nickst du und gestattest Neptun fortzufahren. Mein Dreizack, das Symbol meiner Macht und der Stärke meines Volkes, wurde gestohlen. Blub, 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 blub. Ah, das betrifft offensichtlich auch die Zuhörer, die da alle rumstehen in Grün, denn ihr schwaches Murmeln ist durch deine Ohrblase zu hören. Mhm. Wir glauben, dass einer der unserer Verbündeten und Nachbarn sich unsere Freundlichkeit zum Nutze gemacht hat und nun deren König im Besitz des Dreizacks ist. Ja, so ist es. Solltest du es im Namen des Meervolkes wiedererlangen, wirst du das Wasserjuwel erhalten. Wirst du das tun? Achso, das ist noch gar nicht. Wirst du das tun, King Graham? Ja, und alle murmeln nicht mehr und warten auf deine Antwort. Also es wäre mir eine Ehre, Ihren Dreizack wieder zu beschaffen, Eure Majestät. Das ist gut. Meine Wachen werden dich zur Grenze zwischen den beiden Königreichen geleiten. Du darfst das Seepferdchen noch behalten, um deine Reise zu beschleunigen. Es ist mein Bestes. Hey, thank you for the bits, Princess. Thank you so much. Yeah, see you later. Bye bye. Das hatte ich schon gesagt. Ich bin schneller als der. Also meine besten Wünsche begleiten dich, dass du den Sharkies nicht zum Opfer fällst. Als du dich für dein neues Abenteuer bereit machst, befällt dich eine böse Vorahnung und uns auch. Mhm. Hat der König gerade Sharkies gesagt, wie in Sharks, Haie. So, speichern wir. Frag den nochmal was. Ja, unter Wasser, genau. Red nochmal mit ihm. Ja, genau. Eure Majestät, ist da ist irgendetwas, was Sie mir über diese Sharkies erzählen können? Ja, das sind große wilde Fleischfresser. Oh nein! Und noch was? Ja, die sind immer hungrig. Ja, und noch was, wovon ich, was für mein Vorteil wäre? Wie was dir helfen könnte, länger zu leben, zum Beispiel. Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass sie wegen der ständigen Dunkelheit nicht gut sehen. Und das könnte natürlich zu deinem Vorteil geraten. Das könnte, ja. Ja. Also hätte ich eine Chance, wenn ich jemandem begegnen würde? Du kannst immer hoffen. Hoffnung stirbt zuletzt, aber das war jetzt gerade irgendwie ermutigend. Schön. Ja, toll. Okay. Nochmal irgendwas? Wieso war ihr, wieso wurde ihr Dreizack denn gestohlen, ja? Warum? Das besorgt mich auch sehr. Sollte nämlich der König der Sharkies die wahre Natur meines Dreizacks herausfinden, würde er den Tod über unzählige Meerleute. Nicht so gut. Wieso können wir nicht eigentlich im Wasser leben und da atmen? Da hätten wir diese Hitze jetzt nicht. Ja, das wäre mal geil, weil uns keine Meerjungfrauen küssen. Da nein. Ja. So, noch irgendwas. Also ich werde, sobald ich das alles gemacht habe, werde ich zurückkommen. Genau. Ja, also ich habe zum Glück hier auch noch irgendwelche Navigationsangaben. Ja, und die warten schon darauf, uns zu eskortieren. Ganz genau. Und noch nicht zu exekutieren. Ja, und wenn die uns verlassen haben und du wieder was tun kannst, dann speicherst du. Das erinnert mich immer an Atlantis irgendwie, naja. Genau, und die
bringen dich dann zum Meeresgrund, irgendwo ganz tief unter, noch kälter, noch dunkler. Und ja, das klingt irgendwie wie eine Ewigkeit und jetzt ist der Text schon wieder vorbei. Ja, das geht leider manchmal weil automatisch. Und du bist an der Grenze zu dem Reich der Sharkies angekommen und das ist soweit, wie die Wachen gehen werden. Einer grüßt dich noch und dann sind die wieder ganz schnell weg und bringen sich in Sicherheit und speichern bitte, wenn du kannst. Ja, ja, die waren ganz schön, die hatten es ganz schön eilig, da wieder rauszukommen aus der Nummer. Okay, so. Jetzt gehst du einmal nach Westen, also nach links und dann einmal nach Norden. Ups! Ich bin schon nach Norden gegangen. Ja, also einmal nach Westen. Genau. Und jetzt nach Norden, genau. Die Haie tun uns ja nichts. Und da findest du irgendwo eine Flasche, da ist ein Tuch drin. Warte mal. Nimm doch das Auge erstmal. Ja, Müll und all mögliches Zeug. Und da ist aber niemand mehr, der das überlebt hat. Das hier, hoppla. Entschuldigung. Man geht da nicht hin. Ich weiß auch nicht genau, wo die Flasche ist. Ah, da hast du sie schon, ja. Ja. Und die kannst du mal aufmachen, die Flasche. Genau. Und da ist nämlich ein Tuch. Und für wen ist wohl dieses Tuch? Weiß ich gerade gar nicht. Nee? Ich weiß das noch. Also ich weiß es gerade nicht mehr. Gut, wir brauchen es jetzt auch nicht. Jetzt noch nicht, später fällt sie vielleicht wieder ein. So, jetzt gehst du nach Süden. Hör doch mal auf mich, bitte. Erstmal Süden, Westen, Westen, Norden. Also zweimal nach Westen jetzt. Und einmal nach Norden. Und wieder abspeichern. Das ist so furchtbar. So. Hier musst du irgendeine Alge, so eine Leuchtalge Flasche tun und damit musst du die Leuchtfischchen fangen. Mhm. Mit der Flasche. Also mit der Flasche. Flasche auf Alge. Wo ist die Flasche? Unten. Ja. Genau. Okay. Aber da musst du nur eine Alge rein, oder nicht? Ja, da muss eine Alge rein. Nee, die scheinen sich nicht interessiert an so einer. Dieses You need to get closer, wie. So, jetzt. Genau, und das musst du, jetzt musst du die Flasche aber nochmal nehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das da reinstecken kannst. Doch, geht! Geht. Ach, das ist ja toll! Genau, und. Ich bin begeistert. Früher ging das immer nur alles im Inventar. Und jetzt kommen die. Genau, die sind jetzt da drin. Sind da drin rum. Und jetzt nehmen wir das Ding wieder mit, ne? Nehmen wir das Ding wieder mit, ja. Unbedingt. Okay. Speichern das ab. So. Weil jetzt ist, dauert nämlich der Weg zu lange. So. Dreimal nach Süden. Eins. Zwei. Drei. Einmal nach Westen. Einmal nach Süden. Und zweimal nach Westen. Und da kannst du, wenn du da durch bist, den Felsen berühren und durchgehen. Also mit dem G-Symbol. Oder genau hier müsste das sein. Aha. Aha, das war eine Illusion. Genau. Und wir können da durch einfach gehen. Und ja, da sind irgendwie so eine Reihe von Höhlen und Tunneln auf der anderen Seite. Ups, ups, ups. Okay. Aber wir speichern nochmal. Würde ich auch sagen. So. Dann nach Westen weiter. Das ist wie bei Rosella, ne? Mit dem Nochmal nach Westen.
Und dann nach Osten zweimal. Eine coole Atmosphäre. Ja, absolut. Sind wir da irgendwo? Ja, da sind wir irgendwo. Oh, speicher bloß ab. Denn jetzt beginnt nämlich dieser, jetzt musst du diese Tür, erstmal musst du näher dran und dann kannst du sie nicht einfach so aufmachen. Schwert, ja. Oh ja, jetzt kommt diese ganz schnellen Quicktime-Sachen. Ja. Ah. Mach den, ich hab's übersetzt. Ich kann das lesen, wenn du willst, was der sagt. Ja. Ja? Mhm. Okay, mach ich dann. Also er versteckt sich jetzt erstmal und da kommt auch ein bisschen Licht durch die Unterwasserhöhle. Und jetzt kannst du dich auch zurechtfinden ohne deine Glühfischchen. So, was müssen wir dann gleich da machen nochmal? Wir müssen dann das Seepferd, wenn der fertig ist mit allem, dann müssen wir das Seepferdchen wegschicken und die Tür öffnen mit dem Code. Ich hoffe, das ist immer derselbe. Wenn, dann ist es 3116. Aber erstmal müssen wir der ewig langen Rede des Sharky Kings zuhören. Okay, und du denkst, du solltest vielleicht absteigen. Okay, dann steigen wir halt ab. Genau. So, und dann musst du dich irgendwo verstecken, versteckt er dich, glaube ich, automatisch. Genau. Oh Mann, das Seepferdchen ist dir gefolgt. Hoffentlich verrät es dich nicht. Aber du hast dich ganz gut versteckt und das ist auch gut so, denn der König der Sharkies ist auch hier. Und er hat irgendwie eine richtige Scheißlaune. Ich verstehe das nicht. Das sollte doch auch für mich funktionieren. Boah, sieht der fies aus. Steht nicht geschrieben, die Macht des Dreizacks kann nur ausgeübt werden von denen, die guten Willens sind. Und ist es das nicht? Ist das nicht so? Und die nicken alle wie verrückt. Ja? Und besitze ich nicht den größten, Willen in diesem Königreich. Mein Name ist Donald. Niemand kann mich in der Schlacht besiegen. Des Angesichts. Meine Entschlossenheit ist unerschütterlich. Kein Jammern und Klagen kann mich davon abhalten, meine Feinde abzuschlachten. Bedeutet das nicht, dass mein Wille der absolut Beste ist? Und die finden das alle auch? Und warum funktioniert das dann nicht? Und du guckst genau zu. 3, 1, 1, 6. Ja, ist immer dasselbe. Genau. Okay, ist egal. Morgen werden wir das Gebiet des Meervolks überfallen. Denn ohne die Macht des Dreizacks wird der alte nach Neptun mit seinen schwächelnden Anhängern angesichts unserer Stärke fallen. Ja, guter Wille. Meiner steht über allen. Sharkies first! Die Wachen bleiben und und der König geht. Der ist ja genauso nett wie manch anderer Despot auf der Oberwelt. Okay. So. Ich glaube, jetzt musst du erstmal das Seepferdchen wegschicken. Die müssen dem Seepferdchen hinterherjagen. Und wir müssen ganz schnell dahin. Und die Tür öffnen. Okay. Ja. Wenn du kannst, ganz schnell. Okay, jetzt ist deine Chance. Geh dahin. Du bist jetzt so langsam. Also, was? Welche Zahl nochmal? 3116. Ja. 3, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da tut sich was. Und dann nimm den Dreizack und nix wie raus. Okay, ganz schnell.
So. Okay. Und jetzt weg da. Raus, raus, raus. Ja, das Seepferdchen besteigen. Ja, also müssen wir... Ja. Raus. Okay. So, und ihr macht euch da vom Acker ganz schnell und guckt immer mal, ob die Wachen hinter euch sind. Und dann irgendwie geht aber deine Anspannung in Erleichterung über, wenn du also die etwas abhängst. Aber das ist nur eine kurzlebige Erleichterung. Möchtest du diese Arcade spielen? Komm. Na gut. Oh, ich dachte, wir müssten dahin, wo das... Der Pfeil uns anzeigt. Ich glaube, der Pfeil zeigt an, wo ein Hindernis ist. Mhm. Genau. Das ist aber wesentlich besser als bei Space Quest 1, weißt du noch? Ja, oh Gott. Oh. Das war ja furchtbar, ja. Auch schön ist es in Larry 3. Komm mal immer näher. Ja, ja. Und dann musst du, dann sagt eine Stimme, wenn du da fertig bist, der königliche Dreizack gibt dir Mach, und damit kannst du die Tür zumachen mit dem Dreizack. Hm. Kannst du die Tür zuschließen für immer. Also das finde ich aber echt fair mit den Pfeilen. Ups. Okay, und endlich siehst du Licht am Ende des Tunnels. Wobei von Licht eigentlich gar keine Rede sein kann, weil es ja dunkel ist, aber egal. Du entkommst den und machst jetzt ganz schnell. Wenn du nicht jetzt schnell machst, dann bist du wirklich in richtigen Schwierigkeiten. Und du hörst eine komische Stimme in deinem Kopf. Und die sagt, der von gutem Willen, genau. Wusch, machst du die Tür zu. Okay. Ja, und wir wundern uns, was es gemacht hat. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Ach, ich weiß nicht, ob das automatisch geht oder ob wir das selber machen müssen. Wir müssen es selber machen. Okay. Dann zweimal nach Osten. Und ich weiß noch, dass wir... Warte mal. 1, 2, 3, 4... Oh Gott, ey. Oder? Was? Warte mal. Wir müssen auf dem Weg kommen jetzt... Haie, die müssen wir mit dem Dreizack bekämpfen. Ach so. Weiß ich gar nicht mehr. Also zweimal nach Osten. Zweimal nach Osten. Dann einmal nach Norden und einmal nach Osten. Okay, nee. Einmal nach Norden. Einmal nach Osten. Ja. Okay. Dreimal nach Norden. Dreimal nach Norden? Nee, zweimal nach Norden. Nein. Und dann nach... Zweimal nach Osten. Ja. Und nochmal nach Osten. Er müsste eigentlich da sein. Da war die Flasche da oben. Oh, wir sind kein Hai begegnet. Na, das ist doch toll. Ups, warum schwimmt der immer nach hier oben hin? Ja. So, und der hat dich jetzt zurückgebracht. Eigentlich nicht, weil wir gesteuert sind, aber egal. Ja, wir sind aber keinmal gestorben. Nee, das ist richtig. So. Und du näherst dich dem König, der dankbar, der grinst und dankbar den Dreizack von dir entgegennimmt, und dann ruft er alle mal dazu auf, aufmerksam zu sein. Und er sagt, lasst uns feiern, um die Rückkehr meines Dreizacks zu feiern. Das feiern wir, und die Party dauert ewig. Du isst, du trinkst, du hast eine tolle Zeit mit den Meerleuten. Und nachdem das Fest vorbei ist, hast du Kopfschmerzen und endlich die Gelegenheit mit der alleine. Und passiert noch was? Ja.
Die Juwelen der Natur repräsentieren die drei Stufen des Lebens. Das Wasser spendet Leben und deshalb ist der Stein, den du von mir bekommst, der erste der drei. Der zweite Stein ist der des Wachstums oder das Luftjuwel und das dritte ist der Wie finde ich das? Und was geht dir da schnell? Ach, ich weiß jetzt auch nicht. So weit, dass er sich über der Erde befindet, sind wir darunter. Weiter kann ich dir nicht helfen. Luft ist ja nicht wirklich mein Element. Und dem Spruch waren wahrscheinlich die Getränke schuld. Und er grinst ein bisschen. Ja, das ist nicht mein Element. Dachte ich gerade schon. Und ja, ihr habt eindeutig zu viel gesoffen. Und der dritte Edelstein, Eure Majestät. Der dritte ist der Stein des Todes, die Vollendung des Lebens und die natürliche Ordnung der Dinge. Die Tür der Bestimmung versteht das jetzt, genau wie auch die Vorfahrenen, die darin seine Seele eingeschlossen haben. Und zum Fundort, ich hatte gehofft, dass du keinen Grund haben würdest, dich zum Schloss zu wagen. Kolyma wurde einst von dort aus regiert, aber leider hat das Volk seinen Herren seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Wie lange denn? Oh, ja. Sagen wir mal, vielleicht 4 oder 5 Jahrzehnte. Oh, Jahrzehnte. Na dann. Ja, also wenn es dir nichts ausmacht, würde ich dieses Thema lieber nicht weiter erörtern. Du hast mir heute einen großen Gefallen getan und ich danke dir. Viel Glück, Graham. König Graham und gute Reise. Jo. Großer Geschwindigkeit. Oder auch nicht. Wir machen ja ganz viel von. Und er wackelt noch mit dem Schwanz. Und du fährst davon. Wir haben ja den ersten... Das war ein unvergessliches Abenteuer, das du nie vergessen wirst. Und sogar einen der Steine, ist das nicht toll. Ja. Aber leider kannst du jetzt auch nicht mehr unter Wasser atmen. Schade. Na Mensch, das ging ja relativ flott. Wir haben den ersten Stein, ihr Lieben. Geil. Da ist er. Ja. Oh. Schön. Das war anstrengend. Ja, ne? Aber wir sind anders als beim ersten Mal. Sind wir nicht gestorben. Ne? Nee, also. Weil ich jetzt auch mit meinen übersetzten Sachen besser vorbereitet war. Stein 2. So, ich würde sagen, dann gehen wir. Ich habe auch das zweite Buch übersetzt. Das dauert lange. Das dauert sehr lange, das zu lesen. Aber ich finde, wir lesen das. Wir lesen das. Ja, das Gut. gehört zum Spiel, oder nicht? Ja. Wir haben es das erste Mal nicht gelesen. Jetzt lesen wir es. Ihr könnt euch das jetzt total reinziehen. Genau. Ach, ihr Lieben, es ist immer noch so warm. Ja, du kannst dich ja zurücklegen gleich, wenn ich lese. Ich bin schon zurückgelehnt. So, hier ist die Town und wir werden mal das Gehen etwas beschleunigen, danke. Genau, du konntest doch escapen. Ja, das machen wir bei diesem, also im einen Screen. Achtung, stopp, zurück. Oh, hallo. Ja? Fällt dir zu dem Heuhaufen nichts ein? Ach, das Taschentuch, ja. Genau. Können wir Ihnen das jetzt geben? Ja. Achja! Hier, das könntet ihr ja mit deinem Schupfen helfen. Oh, danke! Oh, bitte. Ah, das kannst du wieder zurückhaben. Ech, geht. Fühlt sich besser? Ja, es ist gut zu atmen. Und hier ist die obligatorische Nadel im Heuhaufen. Hurra, die nimmst du natürlich gleich mit. Schön. So, das ist doch mal gut. Jetzt haben wir eine goldene Nadel und ein Taschentuch. Wie toll. Ja. Ja, und dann gehen wir in die Bücherei. Zu der äußerst sympathischen Frau. Genau. Oh, können wir das Pferd streicheln? Ich möchte das Pferd streicheln. Ja. Nein. Oh, schade. Küssen kannst du es auch nicht, nein. Oder damit reden. Nein. Nee, können wir das pieksen? Oh! Okay. Naja. Boah, die Nadel, du bist ja gemein. Ich möchte es nur ein bisschen pieksen. Akupunktur, so. Also. Hallo?
So, also du kannst dir einen Tee machen. Das dauert jetzt wirklich eine Weile. Ja, also ich habe eigentlich was zu trinken, ja. Okay, dann hör einfach nur Mein zu. Ginger Ale habe ich hier. Dann mache ich mir noch ein Wasser auf. Ja, Ibims, Graham, können Sie mir noch ein weiteres Buch empfehlen? Ja, bitteschön. Da, Hasse. So, und So. dann blätterst du wieder durch und findest eine interessante Passage, die ewig und ewig lebt. Und das Buch heißt Legenden. Schön. So, Daventrys erster König, vielen bekannt als Legenimor, ist sowohl ein Rätsel der Geschichte als auch mit der Legende selbst verwoben. Obwohl er bereits vor fast 1000 Jahren starb, ist ebenso unklar, was aus der Macht wurde, die er ausübte, wie die Ursache seines Todes. Historiker wissen, dass Legenimor ein mächtiger Zauberer oder Hexer war, wie man ihn heute nennen würde. Ihm und seinen Artgenossen wird zugeschrieben, Magie und Zivilisation Daventry und seine Umgebung gebracht zu haben. Nach der Legende war es während des blutigsten Krieges in Daventrys Geschichte das Anliegen Legenimors, seine Kräfte dem Kosmos zu übertragen. Man glaubt, dass er sich schuldig fühlte an den Ausmaßen des Krieges, besonders weil die angewandte Magie die Todesrate noch verschlimmerte. Deshalb wollte er zu einem Sterblichen werden. Eine Maßnahme, die seine letzte sein sollte. Allerdings besagt die Legende auch, dass seine Macht wiederzuerlangen sei, wenn sie nur jemanden erkennen und das Wann und Wie verstehen würde. Der Beweis hierzu findet sich in einem Pergament, das erst vor einigen Jahrhunderten gefunden wurde und 30 Jahre nach dem Tode des ersten Königs datiert ist. Und jetzt müsstest du mir mal irgendwie umblättern. Genau. Suchtest du die Macht von Legenimor, so sollst du wohlgeschätzt sein. Keine leichte Aufgabe liegt vor dir. Leicht kannst du vom Pfad abkommen. Denn im großen Daventry liegt der Schlüssel. Deshalb könnte er gefunden werden von dem, der das Land regiert, der die Krone trägt, also von uns, ne? Aus diesem Kreis entspringt von königlichen Gedanken diese Saat. Mein Gott, was für ein Geschwurbel! Doch Unheil droht dem falschen Diebe, der sie für sich selbst beansprucht. In diesem großen Land liegt begraben die Leiche des Legenimor, der starb, als er sein Vaterland verteidigte im längsten, schlimmsten Krieg. Der große Fehler, der sein Schicksal besiegelte, seine Magie hoch im Himmel anzuwenden, der sich in der Ewigkeit ausbreitet. Doch die Suche kann Belohnung verheißen, denn der Gipfel wird erreicht zur dunkelsten Stunde. Höre, beobachte die Sonne, den Mond und die Planeten, wie sie sich ausrichten. Der bereit ist aufzusteigen, wird sicherlich das Zeichen sehen. Bist du derjenige, dann wirst du sein das ewige Juwel. Der Bruder des ersten Königs wurde wahrscheinlich im großen Krieg ebenfalls getötet. Der erste Ritter und Nachfolger Legenimors herrschte fast 50 Jahre über das Königreich. Er zeugte eine Anzahl von Kindern, die entweder die königliche Linie fortführten oder eigene Königreiche errichten. Über die Mütter ist nichts weiter bekannt, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, weil über Mütter meistens nichts berichtet wird. Und jetzt musst du wieder umblättern. Und dann haben wir noch ein. Wir können auch noch gleich das, glaube ich, das andere lesen. Das können wir aber auch später machen. Aber ich finde, wir können das dritte jetzt auch noch lesen. Und dann sind wir damit durch. Jo. Ne? Ja? Die Bims wieder. Können Sie mir noch eins empfehlen? Ah, okay. Ich guck mal. Da ist die nett. Die ist echt nett, So, ja. das heißt Machtpolitik und Kanzel. Und du findest ja einen interessanten Oh Gott. Absatz. Oh. Ja, es ist aber, ja, ich lese es ja, du musst ja nicht. Ja. Was? Hä? Sei doch froh. In vielen Ländern misstrauten Kirche und Staat einander seit langer Zeit. Während der Staat für den Wohlstand und die Sicherheit des Reiches zuständig ist, so ist es die Aufgabe der Kirche, sich um den moralischen Stand der Bevölkerung zu kümmern. Es heißt, dass die Überschreitung dieser Grenze unweigerlich Zwietracht zur Folge hat. Genau, wie man sieht heutzutage. Nirgends waren diese Folgen so unangenehm wie in Polima. Die Feindschaft der beiden Institutionen dort reicht viele Dekaden zurück. Zu Lebzeiten des verstorbenen Grafen Krestrom sprach sich der Lord von Kolyma offen für Veränderungen aus, insbesondere in Bezug auf die Bildung der einfachen Bevölkerung. Die Kirche des Glaubens hielt dagegen, dass die einfache Landbevölkerung ihren rechten Platz kennen würde und deshalb ihr Weg sicher sei.
Jahre später erklärte der junge idealistische Graf Kaldor, Prestroms Erbe, dass die Kirche des Glaubens die Leute aus egoistischen Gründen absichtlich in Unwissenheit, Fernbildung, Literatur und Wissen gehalten hätte. Natürlich wird die Kirche dies ab, wie sie immer alles abstreitet, und erklärte Kaldor zum Ungläubigen. Zu dieser Zeit war die Stimmung in der Bevölkerung angespannt, die Stabilität im Königreich war durch steigende Zwietracht zwischen Kirche und Staat geschwächt. So wäre es wahrscheinlich weitergegangen, hätte sich die Situation nicht durch ein tragisches Ereignis entspannt. Der Graf erlitt im Wald eine furchtbare Verletzung, die sich eine Nacht später als tödlich erweisen sollte. Während die Kirche der Familie kondolierte, behauptete sie gleichzeitig, dass nur durch ihre Sicht, nicht die der Herrscher, das Volk den richtigen Weg finden könne. Entschuldigung. Seltsam ist, dass immer noch niemand zum Nachfolger Kaldors gewählt wurde, obwohl viele Jahre vergangen sind. Spricht man die Stadtbewohner darauf an, ignorieren sie die Frage oder werfen einen verstohlenen Blick auf das inzwischen zugängliche Schloss. Unzugängliche. Das finde ich wirklich echt ganz interessant, weil diese auch politischen Aspekte, die darin angesprochen werden, ist alles top aktuell. Ja. So. Und mehr Bücher haben wir nicht. Auf Wiedersehen, Frau Bibliothekarin, wir werden Sie nicht mehr wiedersehen. Tschüss! Schade, wir waren gerade dabei, uns in Sie zu verlieben. So, jetzt kannst du mal wieder speichern. Und dann waren wir hier noch nicht drin. Da sollten wir aber rein. Die alte machen oder die so? Die alte. Wollen wir das vielleicht nächste Folge machen? Das können wir natürlich auch nächstes Mal machen. Dann haben wir nämlich. Ja, dann haben wir nämlich. Das ist doch gut. Oh ja, das ist ein schöner Schnitt. Jetzt haben wir viel gelesen. Genau. So. Das machen wir dann nächstes Mal. Einmal abspeichern. Ja. Ihr seht, Freunde, es erwartet uns noch viel. Oh je, oh je. Ja, total viel. Nicht ups. Also, wir haben heute gerade mal den ersten Stein geschafft. Ja. Sei Dank. Und die anderen Steine werden, glaube ich, auch noch schwierig. Also am zweiten kann ich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber am dritten. Ah, da musste man so komische Aufgaben erfüllen. So aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und der Zukunft. Oje. Naja, ich glaube aber, wenn ich klug war, habe ich die auch alle aufgeschrieben. Okay. Mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, cool. Ja, genau. Ich glaube, ich habe die alle. Ihr Lieben, dann geht es nächstes Mal weiter mit Folge 3 und den zweiten Stein. Genau. Jo, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein und danke fürs Zuschauen erstmal, ne? Jo, und schönen Abend noch. Bis dann, bleibt dran. Tschüss.